Moin zu YouTube, ist wieder mal euer René vom Blog. Willkommen zu Minecraft Survival. Wir waren ja im Keller gelandet. Geht's denn hier nochmal raus? Ja, okay, jetzt müssen wir halt den Ausgang wieder aus dem Gang finden. Wir haben uns ja ein paar Erze, ein bisschen Kohle. Was hatten wir eigentlich nochmal? Ah ja, 11 Gold, 16 Eisen, 37 Lapis, 124 Redstone, 8 Dias. Ja, ich schau mal was einiges. So, jetzt erstmal hier wieder rausfinden. War das hier lang? Bitte, 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 bitte. Da war eine. Die war nah am Eingang. War auch am Ausgang hier, dieses Lavasee. Mit der Höhle. Ah, ich glaube hier hoch. Perfekt. Da war es doch. Ah ja, den Spielton könnte ich anschalten. Ich hatte ihn bei GTA ausgeschaltet. So, da ist er. Ja, mit meinem Shit-Slot. Und weiter geht's. Hä, man hört nicht nur die Spielton, nicht nur die Hintergrundmusik, sondern auch den Controller. Sondern den A-Knopf. Das haben wir wieder an der Oberfläche. Oh, jetzt haben wir die Sachen gut verstauen. Hatten wir eigentlich schon mal eine Erzekiste? Hatten wir nicht. Können wir eigentlich schon mal einrichten. Dann war nämlich hier noch ein bisschen Gold, Kiesel, Eisen. Und den anderen schmiddeln wir mal ein. Aber noch ein bisschen Schnitzel. Ja, Kohle brauchten wir noch nicht im Ofen tun, da haben wir noch ein bisschen drin. Schauen wir mal, was Gutes. Tun wir die Kohle bei der Erze bei. Ja, hier ist eine sonstiges Kiste. Hier schon mal Blöcke. Hier schon mal reinjumpen. Ja, jetzt wollten wir uns ja mal um die Bruchbude hier kümmern. Ja, können wir mal ein bisschen weiter abschnipseln. Eigentlich das Dach finde ich nicht schlecht, also das könnte bleiben von mir aus. Ja, das ist nämlich auch immer. Eine Tür braucht auch kein Mensch gerade, wenn ich das ganze Haus abfrühstücke. Ach, dann kann ja die. Nee, kann's nämlich nicht. Ich mach's aber mit einer anderen Spitzhacke. Okay, ich will jetzt nicht gerade die Dia-Spitzhacke schon vernichten. Kann man da eigentlich was drauf tun? Glück! Glück 1! Oh! Dann holen wir uns mal ein bisschen Labulazuli. Da ist ein bisschen Lapis. Weil Glück hört sich immer knusprig an. Da brauche ich noch ein bisschen Haltbarkeit auf die Spitzhacke. Ja. Mal gucken, was ich auf dem Buch kriegen würde. So, Haltbarkeit 1 wäre ich schon mal zufrieden mit. Da waren zwei Büchle. Nein, das wollte ich mitnehmen. Sollte aber jetzt nicht im Inventar landen. Also unten in der Keyleiste.
womit wie man auch immer noch nennt. Schutz, Schutz, Schärfe. Ja, ist schon mal einiges Gutes. Kraft. Es hat sich jetzt nicht daran gesetzt, dass ich Haltbarkeit kriege, was ich wollte. Es ist schon mal was Schickes, Glück zu haben. Gibt es eigentlich auch irgendwo Leder? Habe ich Leder oder habe ich das nicht? Wie es aussieht, glaube ich eher nicht. Oh, es wird schon wieder duster. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die Dings auch ändere, hier den Boden. Ich gehe lieber mal in die Hütte, sonst kommt ja wieder ein Hieper, ein ordentlicher Creeper. Und der mag immer, wenn man Häuser oder irgendetwas anderes baut. Das wollen die immer gerne zerstören. Buster. Ach, scheiß auf das Glas jetzt erstmal. Aber Glück, ist es zwar nur Glück 1, aber ist es schon mal was Nices. Wo, so wie es aussieht, habe ich auch schon wieder keine Bewohner mehr. Nö. Wenn ich jetzt gerade die Erde sehe, könnte ich mal was nachkieten. Sie ist schon am Stützlot einen Meter weit gewachsen. Wobei ist auch immer wie weit. Aber sie ist schon weit am Start. Wo ist mein Futter? Da ist mein Futter. Happy Happy. Da könnt ihr auch mal die Felder wieder nachgucken. Ob denn die schon mal wieder... Ach, da drüber ist ja nichts. Denn nur an die Leiste. Aber sowas ist auch cool. Den Dach so zu machen und dann eine anderen Stil. Ja, leider habe ich das umgebaut jetzt. Ich wollte den Stil eigentlich behalten mit so eine Schmiede und so ein altes Dorf. Aber ich habe jetzt leider die Schmiede genutzt zum Abbauen, war jetzt glaube ich vielleicht ein Fehler. Ich habe mir jetzt überlegt, das ganz abzubauen, weil das, da baue ich halt ein anderes Haus, entweder weg oder hier vielleicht so eine kleine Hütte und baue dann da eine Schmiede hin. Dazu müsste ich mir aber erstmal eben eine Spitzhacke besorgen. Weil ich habe keine mehr. Spitzi, ja, nimm uns immer mit. Ich könnte auch gleich, wenn ich Zeit habe, nochmal eine Kuh vielleicht suchen.
Aber ich vielleicht nicht schon mal eine finde. So. Weiß auch noch nicht, wie... Ja, ich werde dieses wieder ausnutzen. So, ich kann mal einen Sandblock eben gönnen. Na, wo seid ihr? Wo seid ihr? Da drin müsstet ihr sein. Perfekt. Da ist noch einer da. Habe ich noch Glas, dann kann ich schon mal welche... Ja, genug. So, dann haben wir das Dach gleich auch weg. Mal gucken, was wir jetzt da Stelle hinbasteln, welches Dach. Oder ob wir in den obersten Stil bleiben. Das da. Dann müssen wir aber auch alle Häuser so einen leichten Tick umbauen. Oder ich baue so einen richtig geilen Tick. Sowas, was nie passen würde. Sand. So einen anderen Stil daneben. Vielleicht noch mal einen anderen Stil. So, bis man ein kleines Dorf zusammen hat, bis man sich denkt, ja, jetzt kann man Survival auch abschließen. Dann holt man sich noch ein bisschen Knochen, bisschen Rüstung zusammen. Passt dann noch mal einen Enderdrachen, vielleicht noch mal den Witcher. Ja, und da kann man das sich als Ziel setzen, als Ende. Aber bis man dahin ist, dauert so ein bisschen, weil du musst ja allein Bogen verzaubern, Schwert verzaubern. Allein im Nether nochmal, wie im Nether vorbeigucken, wegen, wenn du den Witcher klatschen willst. Brauchst ja die Köpfe dazu. Also du brauchst noch einiges, um vielleicht schon das Ende zu sagen. Also, aber man kann sich auch an Survival Zeit lassen. Das Ziel drückt nicht bis zum Ende. Oder, ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das so erklären sollte. Also man braucht jetzt nicht sich Hoppy Hoppy machen. Weil es kann lange dauern, kann kurz dauern. Nehmen wir mal ein bisschen Holz. Es sind doch nur noch 10 oder wer weiß auch viele Blöcke. Finde auch cool hier diesen Ding zu nehmen. Wie öfters mal Häuser aussehen, ich weiß jetzt nicht, wie man das bei Minecraft nennt. Hier im Sumpfgebiet. Ich schätze mal, ihr könnt es wohl wissen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich kann es jetzt auch nicht gerade erklären, was ich jetzt unbedingt meine. So, hier mache ich mal so optisch scheiße zu. So, können wir ja ein bisschen Sand drüber legen. Aber wir sind auch wieder am Ende dieser Folge angekommen. So. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt mir gerne das Däumele nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René.